zurück zu Gunstern, die vergessene Epoche. Wir wollten noch die Gedanken von diesem Typen lesen. Wir können den Mast erst wieder aufrichten, wenn wir alle das Treibgut entfernt haben. Ich kann aber erst helfen, wenn ich wenigstens einen Kanu fertig habe. Ja, ganz schön Problem, ne? So, gehen wir noch im Gasthaus pennen. Energie wieder aufzufüllen. Von diesem kleinen Wüstenabenteuer, das wir hatten in der letzten Aufnahmesession. Wo werde ich jetzt eigentlich untergebracht? In welchem der vielen Zimmer? Ich schlaf doch nicht etwa mit Alex in einem Raum. Sicherlich. Ich will nicht mit dir reden. Ich wollte eigentlich nur ins Metall. Wow. Einfach mal entfernen, lol. Traumflug entfesselt. Der Feuerboss, das hätte ich ja schon fast vergessen wieder. Egal, gespannt. Ab zu Pierre. Pierre, nicht Pierre. Ist doch alles eh fast dasselbe. Östliches Al-Hafra. Ja, so spricht man das aus. Wusstet ihr das nicht? Ja, der kaputte Mast. Da steht eine Kiste auf dem... Halleluja. Nichts. Immer noch nichts. Erst recht nichts. Ah, eine Rauchbombe, die ich eh nicht benutze. Also von daher auch nichts. Es. Das hat keinen Sinn. Das hört sich kein bisschen, egal wie viele Leute uns noch zur Hilfe kommen. Müssen wir den ganzen Schrott vom Mast runterschaffen. Wenn wir nur ordentlich einen Halt finden würden, wären wir damit schon längst fertig. Da gehört noch mehr dazu. Wir müssen uns noch um das Seil da drüben kümmern. Wie ist das da drin verheddert? Es zu entwirren wird wirklich keine große Sache. Jetzt, wir hätten ein Boot. Oh ja, keine große Sache. Mit Ausnahme des riesigen Felsbrockens da drüben. Ach ja, der Felsbrocken. Wie sollen wir den Mast nur darunter hervorziehen? Das Ding ist riesig. Wie ist das eigentlich alles passiert? Das können wir auf keinen Fall allein schaffen. Und wieso seht ihr alle gleich aus? Seid ihr viel? Wie auch immer, solange Zack mit dem Kanu nicht fertig ist, können wir gar nichts tun. Ja, ihr bräuchte ein bisschen... Adept Power. Was hast du für ein Problem? Neu in der Stadt, oder? Ja. Du bist sicher neugierig wegen dieses Schiffs, oder? Ja. Das ist ein Segelschiff. Es wird nur durch die Kraft des Windes angetrieben. Ist das nicht unglaublich? Ja. Stell dir vor, wie überrascht wir waren, herauszufinden, dass man in Al-Hafra damit angefangen hat, Segelschiffe zu bauen. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis jeder mal über die Meere segeln konnte. Ja, ich bin neu. Neugierig. Ja, Segelschiff. Das ist nicht unglaublich. Nein. Nicht in euren Tagen mit eurem schon gesehen, schon gemacht Einstellung. Es ist eine Schande. Ja.
Ja, ich bin neu in der Stadt. Bin nicht neu. Doppelmildmasten, so wie diese, wurden ursprünglich von den Champa gebaut. Ist das diese Information für dich, ist sowieso nur eine Zeit. Nein, ich bin nicht neu in der Stadt. In Wahrheit, wir haben sogar die letzten drei Male schon miteinander geredet. Du erinnerst dich nur nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Wir haben in den letzten Minuten schon miteinander geredet. Wieso hast du mich noch nie gesehen? Mein Gedächtnis verloren. Wen kümmert's? Ach, das war wurde in die Stadt geschickt, um Vorräte zu besorgen, aber er kam völlig fertig wieder zurück. Er wollte sofort mit Brix sprechen, seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ja, Brix, diese lausige Ratte. Wenn er passiert ist, sollte er... Er ist uns sagen. Ich mache mir wirklich Sorgen, warum dauert das so lange? Ich habe deine Gedanken noch nicht gelesen, sorry. Ich hab's vergessen, so wie du mich vergessen hast. Die Champa sind als Volk der Seefahrer bekannt, weil wir Segelboote anfertigen. Und naja, nebenbei rauben und plündern wir auch Bücher. Da man jetzt auch in Alhafra Segelboote baut, neigt sich die Zeit, als wir gerade vielleicht einem jeden Ende zu. Ja, vielleicht. Vielleicht. Wenn wir nur den Mast wieder aufrichten, dann können wir schon bald wieder in Champa. Aber nein, das mag ja nicht sein. Ich denke, wie lange es noch dauert, bis wir zu Hause sind. Aber umso mehr. Oh, ich bin heimweh. Ich bin nur froh darüber, dass in Champa niemand weiß, dass wir Piraten sind. Ja, ich denke, ihr seid einfach Seeleute. Aber hey, wir wissen, dass ihr Piraten jetzt seid. Wir haben viel Geld für dieses Schiff bezahlt. Es gehört jetzt uns. Also kein Gejammer. Ich dachte, es wäre ganz einfach, den Mast wieder zu reparieren. Da muss ich wohl an geistigen Unnachtungen gelitten haben. Ja, hast du. Das hast du. Auf die andere Seite kann ich nicht, um da oben hinzuspringen. Da steht mir der Typ im Weg. Wieso kann ich nicht in... Das ist doch die Kapitänskajüte, oder? Normalerweise. Wieso kann ich da nicht rein? Ich gehe halt unter Deck. Einfach mal random speichern, lol. Was haben wir denn hier so Schönes drin? Kiste, die ich nicht ansprechen darf, weil es illegal ist. Hätte ich die noch besser befüllen können? Das ist schrecklich. Der Bürgermeister von Matra hier. Bist du sicher? Ist der, dass wir in Alhafra sind? Er wusste, dass wir ein Schiff brauchen und er wusste, dass wir nach Osten gegangen sind. Das wusste er also. Nun ja, also gesehen macht die Sache natürlich Sinn. Hat's nach dem Bürgermeister von Alhafra gefragt. Er hofft sicher, dass ihm der Bürgermeister sagen kann, wo wir sind. Dann wird er sicher auch den Leuten hier verraten, dass wir Piraten sind. Das erscheint mir doch ein wenig unfair. Meinst du, wir sind doch Piraten, oder etwa nicht? Meine, wir haben alles mögliche Zeug zusammengestohlen, das uns nicht gehört. Ja, und ich habe auch alles mögliche Zeug gestohlen, das mir nicht gehört. Es lag offen in Kisten herum. Ich durfte es mitnehmen. Niemand hat gesagt, hey, lass das liegen. Aber doch nur, weil es sonst den Champa jeder verhungert.
Wir haben doch keine andere Wahl. Selbst dann nehmen wir ja nicht richtig viel. Soll heißen? Fuck. Unsere Beute, wir nehmen niemals zu viel auf einmal von jeder Stadt, du Idiot. Ja, das schon. Und warum glaubst du, ist das so? Warum? Weil man niemals wissen kann, wie diese reiche Netze reagieren würden. Einfach zu riskant. Ja, genau, deshalb haben wir auch in Alhafra nichts gestohlen. Genau, wir lassen die riskanten Städte aus und nehmen uns von den anderen, was wir brauchen. Nun bist du auch unser Kapitän, Briggs. Dir kommt das Hirn schon zu den Ohren raus. Das muss ja ein leckerer Anblick sein. Ah, das hat nun wirklich nichts mit Hirn zu tun. Sei leise, Jenna! Hast du das gehört? Es klang wie ein Mädchen. Wer ist da? Was denkst du dir eigentlich? Das ist unser Schiff. Verschwinde! Denn nicht, dass jemand für deine Verbrechen unschuldig eingesperrt wurde? Worauf willst du hinaus? Du musst mit uns kommen und die Unschuld dieses Mannes bestätigen! Und warum sollte ich so etwas Blödes wohl tun? Los, Crayden! Ich hatte gehofft, wir könnten die nun folgenden hässlichen Szenen vermeiden. Was heißt wir? Aber du lässt uns keine Wahl. Wir werden dich auch gegen deinen Willen dazu bringen. Auf jeden Fall, aber kommst du mit uns mit? Bübchen. Ist es nicht so, Felix? Natürlich. Richtige Antwort. Dann lasst uns diesen Kerl eine Lektion erteilen. Ich hab keine Chance. Das sind knallharte Schläger. Typen wie euch verspachteln wir zum Frühstück. Ha, das will ich sehen. Hütet eure Zunge, ihr selbstgerechtes kleinen Gören. Ihr seid diejenigen, für die eine Lektion fällig wird. Hallo, Brixilein. Und Seekämpfer. Statt Begrüßung. Kraft des Mars. Nick und Say. Ja. Hat sich auf Briggs gemacht. Das werde ich jetzt bereuen, aber sowas von. Bäm! Boah, die schön viel Schaden. Ja. Ach, du direkt massakern! Du kannst eigentlich. Das ist effektiv. Wow, Cosma! I love you! Ja, alles ist sehr effektiv. Falls du es noch nicht gemerkt hast. Heiligung. Ist aber eigentlich nur auf einen. Nur auf einen! Echo-Schnitt. Macht das ein Echo? Echo.
jetzt aber erstmal Cosma heilen. Ich muss da noch Brot